Moin, moin und hallo aus dem schönen Schleswig-Holstein. Ich grüße euch. Ja, vielleicht habt ihr ja mein Dutch Oven Unboxing Video gesehen. Und ich hatte ja gesagt, dass ich das ausgiebig ausprobieren möchte. Und heute hat sich durch Zufall ergeben, dass ich die Pfanne ausprobieren möchte oder ausprobieren kann. Und hier seht ihr vielleicht schon, was ich machen will. Hier sind nämlich Bohnen drin. Ich bin einfach durch den Supermarkt gerannt und habe vier verschiedene Sorten Bohnen eingepackt. Ich wollte das Gericht so einfach wie möglich halten. Manchmal ist halt weniger mehr. Und wenn man wirklich Outdoor-Cooking betreibt und das am Angelteich nachmachen möchte, dann ist weniger auf jeden Fall mehr. So, hier habe ich Speck. Da schneide ich gleich noch die Schwarte ab. Und hier habe ich Bauchfleisch, das als Haupteinlage dienen soll. Da schneide ich auch die Schwarte ab. Das brate ich vorher an. Ja, ansonsten was hier eine Barbecue-Soße. Mal gucken, die ist so ein bisschen rauchig, so ein bisschen knoblauchlastig. Darum habe ich hier auch nur zwei Zehen. Mein eigenes Chili-Räuchergewürz hier. Bisschen Pep soll das Zeug ja auch haben. Und Pfeffer. Und das soll es auch schon gewesen sein. Als Beilage dazu kommt noch ein bisschen Brot. Und das sollte reichen. So, ich schnibbel das Ganze schon mal klein, bereite das vor. Und in der Zwischenzeit schmeiße ich den Anzündkamin der Kohlen an. Bis gleich. So, die Pfanne habe ich vorher einmal nochmal ausgewischt mit normalem Öl, normalem Pflanzenöl und habe da so ein bisschen großzügig mit rumgewischt. Lass sie kurz heiß werden. Und jetzt gebe ich als erstes nur den Speck rein. Den lassen wir aus. So, ich denke, das reicht fürs Erste. Jetzt geben wir den geschnittenen Bauch dazu. Und den Knoblauch und die Zwiebeln. Übrigens habe ich jetzt nur eine Zwiebel genommen. Zum Tischlagen von zwei. Aber ich denke mal, mit einer kommen wir dicker aus. Und ich mag jetzt auch schon ein bisschen frischen Pfeffer ran. Okay.
Da ist vielleicht ein bisschen viel aus, aber aus der Mühle kommt nicht viel raus. Und ein bisschen geräuchertes Chili-Pulver. So, ich denke, es ist an der Zeit, die Bohnen endlich dazu zu geben. So, wie ihr seht, ich habe wirklich einmal das Regal abgeräumt mit verschiedenen Bohnensorten. Und jetzt mache ich auch gleich ein bisschen Barbecue-Soße dran. Ja, schmeckt ziemlich gut. Gefällt mir. Ich denke, man hat genug eingekocht. Manchmal sind die einfachen Sachen die besten. Ich werde jetzt reingehen. Erstmal noch mal ein Stück Speck hier probieren. Super. Ich werde jetzt reingehen und essen. Und dann schieße ich noch ein paar Fotos und vielleicht melde ich mich nachher nochmal wieder mit dem Fazit. So, ciao, bis dann.
So, nochmal das Fazit zur Bohnenpfanne, zur Cowboy-Pfanne. Mir sehr gut geschmeckt, wunderbar. Ich bin satt und zufrieden. Richtig gut und richtig toll fand ich die Einfachheit des Rezeptes. Das lässt sich auch schnell variieren in die eine oder andere Richtung, wenn man das Rezept als Grundrezept verwendet. Darum habe ich auch gar nicht gesagt, was für eine Barbecue-Soße ich da genommen habe zum Beispiel. Da könnt ihr nämlich alle selber noch irgendwie was hinzaubern, wie ihr wollt. Ganz schnell und einfach. Meins war überhaupt nicht zu scharf und nicht zu pfeffrig. Das war eine ganz einfache Geschichte. Das könnt ihr als Grundrezept nehmen. Es gibt zig verschiedene Cowboy, Bud Spencer, Pfannen im Internet. Alle lohnen sich, das mal ausprobiert zu werden, bestimmt. Und diese hier ist halt recht einfach. Mir hat sie geschmeckt. Ich habe es auch das erste Mal gemacht. Tolle Sache. Viel Spaß beim selber machen. Ciao.